Hallo und zurück zu Uncharted 4, der mittlerweile 9. Folge schon. Und wie versprochen, machen wir genau hier weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, dann werden wir mal unserem Bruder folgen. Mal schauen, wo der hingegangen ist. Ah, da steht er eh schon. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Und wie gesagt, verzeiht mir die Soundeinstellung noch ein bisschen. Ich musste echt so wieder ein bisschen rumprobieren. Hatte ich ja damals auch müssen, wo ich das erste Mal angefangen hatte, aber jetzt, wie gesagt, mit dem neuen PC, ich muss jetzt die Feineinstellungen wieder finden und, dass das alles wieder sauber passt. Also, 1, 2, 3 Videos und dann müsste es wieder super laufen. So, schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Sam, da oben, ich helfe dir hoch. Alles klar. Oh, mit dir. Okay, gut, dass du in Form bist. Jetzt hoch mit dir, los. Rüber und los. Okay, sind wir schon oben. Und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Ne, wir können mit anderen flirten. Hoffentlich geht's ihm gut. Mit der Nadine. Bingo, da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Da schaut es wahrscheinlich schlecht aus. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Jetzt hoch, los. Jetzt hoch mit dir, komm. Hast du's? Ah, noch lauter geht's nicht, oder? Vorsicht, Vorsicht! Hoch, Edge. Buonasera. Ma che sta facendo? Ruhe im Hof. Hat mit den Zivilisten, Sam. Mensch, er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Aufpassen, dass mich keiner sieht. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, geh zurück in den Bauch rein. Okay, der Empfang wird schlechter. Sam? Sully? Toll. Oh, schaut euch die Aussicht an. Hört schon top aus. Man macht gerade hier hoch, dann irgendwie ins Fenster rein. Lang müssen. Ah, da oben schaut's gut aus, würde ich sagen. Ich glaube, dass wir hochkommen. Genau, hier schaut's nicht schlecht aus. Okay, da geht es auch nicht weiter, aber schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Okay. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Müsste. Okay, komm. Oh, jetzt weiß ich eben nicht, ob ich da jetzt. Ah, okay. Okay, da
komme ich nicht hoch. Aber hier komme ich hoch, oder? Okay. Schaut doch schon mal nicht schlecht aus. Gott, da kommen wir nie hoch, oder? Halt die fest. Oh Mist! Oh Gott, was ist jetzt passiert? Durchgekommen sein. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein, dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Mhm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Mhm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Ach, du Scheiße. Verstehe. Das nenn ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intersiertes Holzkruzifix aus dem Grabnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Ein bisschen aggressiv, der Junge. Du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate? Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay. Haben wir nochmal Glück gehabt. Maschinenraum. Ich schaff das. So, jetzt auf geht's. Okay, müssen wir, glaube ich, runter. So, darüber. Okay. Hier hoch. Mann, warum nehme ich den Maschinenraum? Der wird bestimmt wieder wegbrechen, gleich die Stange da. Boah. Okay. Wenn ich hier runterfalle, bin ich Matsch. So,
schauen wir mal, wo geht's hier weiter? Da drüben haben wir. Spring rüber, komm. Na, warum springt er nicht? Ach so, okay, dann geht's hier weiter. Gehen wir hier rum. Na. Spring rüber, komm. Da ist eine Luke. Rein da mit dir. So, das schaut da schon mal aus wie ein Maschinenraum. Dann müssen wir schauen, wo wir lang müssen. Okay, da unten ist eine Wache. Don, sì. Nein, non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli altri giusti. Vuoi dire di no? Ecco fatto. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? So. D'accordo, arrivo subito. Ist hier einer? Nicht so aus. So, ich hoffe mal, dass ich nicht gleich erwischt werde hier. Na bitte, wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Ja, die werden da drin sein wahrscheinlich. Genau, hier. Mein. Großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da ist keine weiteren Gebote. Vertrau mir. Zum Ersten, zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot. Keine Sorge, du bist im Nu da raus. Jetzt, auf geht's, komm. So, wir kommen jetzt da rein. Schloss aufbrechen. Das Gebot liegt jetzt bei 130.000. Nein. Jetzt bei 140. Nichts. Irgendwas sein, das gibt's ja gar nicht. Bringt uns auf 150.000 Euro. Muss doch was sein. Komm schon. Mann, ich bin einfach zu viel. Ja, einen Moment. Das Gebot steht bei 160.000 Euro. Ja. Na los jetzt, komm, egal. Zieh. Zum Null sind 170.000. Mal raus, das Ding, komm. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? Jetzt mal raus, komm. Bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 190.000 Euro. 500.000! Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor.
Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Paris. Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Kapitel 7. Licht aus. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Okay, Leute, wie es dann aber hier weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin würde ich mich wieder freuen, wenn ihr auf jeden Fall wieder einschalten würdet. Ciao, euer Andi.